Herzlich willkommen zu einem neuen Tutorial. Heute wollen wir euch die neue Softwareversion 4.4 vom Corpus 3 vorstellen. Es gibt Änderungen beim Funktionstest, im Monitormodus, im Therapiemodus und beim Datenmanagement. Wichtig ist, dass das Ganze jetzt keine Einweisung auf die Änderungen darstellt, sondern wir euch nur eine kleine Hilfestellung mit an die Hand geben wollen. Eine kleinere Änderung beim täglichen Funktionstest finden wir auch im Bereich der Kapnographie. Erscheint hier die Anzeige kein Sensor auf dem Display, obwohl wir sowohl das CO2-Stammkabel als auch den Sensor korrekt angeschlossen haben, ist davon auszugehen, dass ein Kabeldefekt vorliegt und ein Austausch sollte entsprechend stattfinden. Wichtig ist, steckt dieses Kabel trotzdem nicht während dem laufenden Betrieb aus. Im Monitormodus haben wir Neuerungen bei der nicht-invasiven Blutdruckmessung, dem EKG-Upload und dem Alarmmanagement. Ihr habt jetzt die Möglichkeit, die nicht-invasive Blutdruckmessung über das Parameter-Kontextmenü zu starten. Jetzt habt ihr auch die Möglichkeit, die Intervallmessung des nicht-invasiven Blutdrucks über das Parameter-Kontextmenü zu starten bzw. zu stoppen. Eine kleinere Änderung haben wir auch im Bereich des Auto-Uploads vom Ruhe-EKG. Bisher war das so, dass dieser dann erfolgte, wenn ich das EKG auch ausgedruckt habe. Jetzt startet dieser bereits automatisch, sobald das EKG fertig vermessen ist. Im Bereich der Temperatur haben wir jetzt noch einen neuen, zusätzlichen Hinweis, der dann auftritt, wenn der Messbereich des Sensors unter 12 Grad verlassen wurde. Dann erscheint im Display niedrig. Wir haben eine Neuerung im manuellen Modus. Haben wir zuvor Autosync oder Sync angewählt, die Ladeenergie erreicht, erhalten wir den Hinweis, dass wir zur Energieabgabe die Schocktaste gedrückt halten sollen. Für das Troubleshooting im AED-Modus haben wir ebenfalls ein paar Neuerungen. Drücken wir hier versehentlich auf Laden, erscheint der Hinweistext, dass wir entweder Analyse drücken sollen oder in den manuellen Modus wechseln. Sollte es im Rahmen der Analyse zu einer Diskonnektion der Patientenelektroden vom Gerät kommen und ich diese wieder anstecken, wird diese Analyse automatisch nach 4 Sekunden durchgeführt. Voraussetzung hierfür ist, dass die Autoanalyse am Gerät selbst aktiviert ist. Um Verwechslungen zwischen der Anzahl der Schocks und der vergangenen Zeit seit der letzten Rhythmuskontrolle zu vermeiden, wurde das Symbol für diese entsprechend geändert. Das trifft sowohl zu für den AED-Modus als auch für den manuellen Modus. Wenn wir das Metronom im kontinuierlichen Modus nutzen, für Erwachsene oder Kinder, erhalten wir jetzt auch in regelmäßigen Abständen Hinweistöne für die Beatmungen. Beim CPR-Feedback-Sensor hat sich die Bezeichnung für die Anzeige der beiden Drucktiefen verändert. Ihr könnt nun zwischen der Standard-Drucktiefe und der reduzierten Drucktiefe wählen. Für die Datenübertragung vom Corpus 3 zu Corpus Mission Conference bzw. Report wird ein QR-Code benötigt. Dieser war bisher am Gerät angebracht. Dies ist noch nicht mehr nötig, da das Gerät unter dem Menüpunkt Telemetrie für diese Verbindung eigens einen QR-Code generiert. Bei der neuen Softwareversion hat sich nun auch die Dateneingabe verbessert. Wenn wir nun zur Eingabe die Tastatur verwenden, können wir auch sehen, welches Feld wir gerade bearbeiten. Hier zum Beispiel die Größe. Wir hoffen, wir konnten euch jetzt einmal kurz und knapp die relevanten Änderungen im Rahmen des Software-Release der 4.4 darstellen. Wie eingangs schon erwähnt, ersetzt dies keine Schulung, sondern soll euch nur als kleine Hilfestellung dienen. Für weitere kleine Hilfestellungen schaut auch gerne in die Playlist, abonniert den Kanal, dann verpasst ihr keine neue. Für weitere Fragen runter in die Kommentare und dann Servus bis zum nächsten Mal. Ciao.